Marie Nasemann ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Gerade bei den Themen Mutterschaft und Gleichberechtigung sagt die Ex-GNTM-Finalistin ihre Meinung offen und ehrlich. Mit ihrem Mann Sebastian Tigges spricht sie im gemeinsamen Podcast Family Feelings auch über ihre Beziehung. Sie machen kein Geheimnis daraus, dass sie sich Hilfe bei einem Therapeuten geholt haben. Im bunte.de-Interview bei der Verleihung des Blauen Panthers in München verrät die 34-Jährige, dass es gerade aber ganz gut läuft. Wir machen gerade mal eine kleine Paartherapiepause. Es ist auch wichtig, zwischendurch mal ein bisschen alles sacken zu lassen. Aber es kann sein, dass es auch irgendwann wieder losgeht. Also ich glaube, als Paar hat man immer neue Herausforderungen. Viele Dinge verändern sich, man selber verändert sich. Also sagt niemals nie, vielleicht wird es irgendwann wieder Zeit für eine Paartherapie. Marie Nasemann will das Thema Therapie enttabuisieren. Naja, Therapie ist immer noch so ein bisschen stigmatisiert in Deutschland. Ich glaube, viele Leute haben auch Angst, zur Therapie zu gehen, weil sie denken, da kommt was hoch. Da will ich gar nicht, dass das hochkommt. Es ist mir eigentlich ganz recht, dass das irgendwie 15 Jahre her ist und da will ich auch gar nicht mehr drüber reden und das will ich auch vergessen. Aber das sind genau meistens die Themen, die uns noch extrem in unserem Alltag heute beeinflussen, auch gerade wie wir Beziehungen führen. Also wenn man seine Vergangenheit nicht richtig gut aufgearbeitet hat und noch mit so veralteten, blöden Glaubenssätzen durchs Leben läuft, dann wird sich das meistens in der Beziehung widerspiegeln und da kommt es dann halt leider oft zu Konflikten. Eine Paartherapie kann in bestimmten Fällen besonders hilfreich sein. Also ich glaube, es gibt so zwei Momente. Das eine ist, wenn man sich als Paar gefühlt nur noch streitet und das andere ist, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat. Also es sind so ein bisschen die beiden Extreme. Und wenn man einfach merkt, ich fühle mich irgendwie nicht mehr unglücklich oder ich sehne mich vielleicht schon nach was anderem oder so, dann ist vielleicht der Moment gekommen zu sagen, okay, also sich selber die Frage zu stellen, möchte ich die Beziehung noch? Und wenn ja, was bin ich halt bereit dafür zu tun? Und da ist halt eine Paartherapie ja auch nur ein ganz kleiner Schritt, aber mal ein erster guter Schritt in eine richtige Richtung. Und wenn einem was an der Beziehung liegt, dann sollte man auch immer zu einer Paartherapie mitgehen, auch wenn der andere das initiiert und man selber vielleicht eher skeptisch ist.